Die Speicherstadt in Hamburg. Das schwarze Gold. Und er hat was draus gemacht. Der Unternehmer Max Herz. Ein Gentleman. Von Schale bis zur Sohle. Die einzigen Filmaufnahmen des ebenso reichen wie scheuen Tchibo-Gründers zum ersten Mal zu sehen. Viel bekannter sind diese Päckchen. Ein Exportschlager. Kaffee, das war sein Metier. Er lebte für Kaffee und er lebte mit Kaffee. Und dann macht es. Nein, Tchibo-Kaffee bekommen Sie einen ganzen frischen Bohnen. Oh, und auch so. Das Tchibo-Imperium umspannt fast die ganze Welt. Doch wer ist diese Familie? Sie sind unauffällig, nett, wohlerzogen. Die Familie Herz gehört einfach zu den reichsten Deutschen, die wir haben im Land. Für sie gibt es offenbar nur ein Ziel, der Konkurrenz immer voraus zu sein. Freund wie Feind bekommen das zu spüren. Wir waren schon der Hecht im Karpfenteich. Es hat auch Spaß gemacht. Was steckt hinter dem rasanten Aufstieg? Und welches Rätsel verbirgt sich im Testament des Kaffeekönigs von Hamburg? Familie Herz, glaube ich, treibt nach wie vor das, was Max Herz in seinem Testament festgelegt hat. Wer ist der Beste von uns? Wer ist der wahre Erbe von Max Herz? Hamburg, der Hafen und die Speicherstadt. Anfang der 50er Jahre, als Tchibo noch für nichts anderes steht als Kaffee. Wie auch dieser Mann, Max Herz, den man beim Skatspielen in der Hafenkneipe trifft. Seine Mitspieler sind Fischer oder Kutscher. Er dagegen ist längst Millionär. Herz. Ach, Fräulein? Ja. Bringen Sie mal 4 Korn. Aber nicht von den teuren. Und Kaffee? Ja. Ja. Für mich nicht. Haben Sie Tchibo? Bin ich mir nicht sicher. Muss ich fragen, mein Herr. Der Mann will wissen, ob wir Tchibo Kaffee verkaufen. Ist doch egal, oder? Bist du bekloppt? Weißt du nicht, wer das ist? Das ist Max Herz. Dem gehört Tchibo. Sie sind nicht auf den roten Teppichen zu sehen. Keine Bälle, keine Galas, keine schönen Kleider, kein Champagner in der Hand. Fotografen mögen Sie auch nicht. Sie wollen über den Rathausplatz gehen in Hamburg, ohne dass die Leute sagen, schau mal, das ist der Herz. Sag mal, Max, du zählst du schon wieder mit? Wahrscheinlich weiß er ganz genau, was ich auf der Hand habe. Du wunderst dich, dass du die ganze Zeit verlierst. Ja. Und der Rest ist bei mir. Danke, siehste, meine Herren. Danke sehr. Der Kaffee geht auf mich. Ja? Mehr kann ich mir nicht leisten, sonst lohnt sich ja das Spiel nicht mehr. Mhm. Du machst Millionen, freust dich aber über ein paar Pfennige. Du bist ein Knauser. Ich würde sagen, sparsam. Geizig bestimmt nicht, weil wenn man sagt, er ist geizig, dann hätte er sich nicht eine Rennbahn gegönnt oder viele Rennpferde. Das aber eben sparsam. Stimmt so. Max Herz, geboren 1905 in Hamburg. Seine Karriere beginnt in der Hamburger Speicherstadt, heute ein Weltkulturerbe. Hier oben war jahrelang sein Büro. Aus dem Besitz der Familie stammt dieser Fund, der zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird. Eine Filmrolle mit den einzigen bekannten Aufnahmen des Mannes, der Tchibo erfand und groß machte. Er selbst hält sich öffentlich zurück. Umso mehr sorgt Max Herz dafür, dass sein Produkt in aller Munde ist. Kein Wunder, dass Tchibo Goldmokka so frisch ist. Er hat keine Zeit, alt zu werden. Tchibo. Seit der Gründung 1949 ist Tchibo stetig gewachsen und kommt heute auf rund 3,4 Milliarden Euro Jahresumsatz mit Niederlassungen in halb Europa und sogar in Asien.
Seiner Heimat ist Chibo immer treu geblieben. Insgesamt ist das natürlich eine total faszinierende Geschichte, dass also der kleine Kaffeeröster zum internationalen Handelskonzern wird und über die Jahre hinweg so unglaublich wachsen konnte. Und Chibo ist da natürlich ein sehr schönes Beispiel, wie erfolgreich Familienunternehmen bei uns in Deutschland sein kann. Die Anfänge der Erfolgsgeschichte liegen im Hamburger Hafen. In den 20er Jahren Europas wichtigster Umschlagplatz für Kaffee aus Südamerika, Afrika und Asien. Mit 15 Jahren lernt Max Herz die Bohnen genauer zu unterscheiden, erkennt sie an der Form und am Geruch. Sein Vater Walter Herz ist Besitzer einer Kaffee-Importfirma. Im Boom der 20er Jahre geht es rasch aufwärts. Die Karriere als Kaffeekaufmann scheint für Max Herz vorgezeichnet. Doch es kommt anders. Die Weltwirtschaftskrise trifft auch den Kaffeehandel hart. Der Betrieb entkommt nur knapp dem Konkurs. Auch in den 30er Jahren gehen die Geschäfte eher schlecht als recht. In Hitlers Wirtschaftsplänen spielt Kaffee keine Rolle. Die Devisen für das teure Importgut stecken die Nazis lieber in die Rüstung. Dann zerstören die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges große Teile Hamburgs und viele Kontore. Kurz vor Kriegsende wird Max Herz mit fast 40 Jahren noch zur Wehrmacht eingezogen. 1946 kehrt er in seine schwer beschädigte Heimatstadt zurück. Die Deutschen sind damit beschäftigt, in den Trümmern zu überleben. Der Handel liegt am Boden. Kaffee ist purer Luxus. Das weiß auch Max Herz. Wie viele Leute eben, die zu Geld kommen wollten, musste man auf Ideen kommen. Und dafür war Max Herz genau der richtige Mann, Ideen zu entwickeln, nicht nur im Kaffeegeschäft. Max Herz hat noch ein weiteres Standbein, das Lotteriegeschäft. Es eröffnet neue Perspektiven. Danke. Guten Morgen, Herz. Ah, Frau Kreuz. Einmal die Woche, bitte. Ja, gerne. So, bitteschön. Dankeschön. Vielleicht noch ein Los dazu? Lieber Herr Herz, nein, danke. Glück brauche ich nicht mehr, das habe ich nämlich schon. Nächste Woche wird geheiratet, nur der Schleier fehlt mir noch. Aha. Auch ohne Kaffee ist Max Herz im Herzen Kaufmann geblieben und bestens vernetzt. Helmut? Max hier. Sag mal, ihr habt doch vor 2 Monaten geheiratet, ne? Braucht deine Frau den Schleier, ne? Geschichten, die man sich über Max Herz erzählt und sein Gespür fürs Geschäft. Morgen, Herz. Ah, Frau Kreuz, ich habe einen Schleier für Sie. Kostet 30 Mark. Aber Sie bekommen ihn für 20. Verraten Sie mir im Gegenzug doch einfach ein paar solvente Adressen in Ihrer Nachbarschaft. Herz, ja. Wie lieb von Ihnen. Dankeschön. Ja, danke. Gerne. Also, da wäre der Dr. Müller in der Parkstraße 20. Mhm. Notar Leberger, Kretkamp 12 wohnt der. Damals war das noch nicht so mit dem Datenschutz. Und dadurch hat er diese Adressen bekommen. Und das war die Keimzelle seines Kaffee-Versandgeschäftes. Ne? Doch Kaffee bleibt Mangelware. Auch die alliierten Besatzer haben den Import stark eingeschränkt. Kaffee war, wenn Sie so wollen, das schwarze Gold. Und dieses schwarze Gold hat man natürlich auch als solches dann entsprechend hochpreisig verkauft. Das lässt den Schwarzmarkt boomen. Alarm! Schmuggler in Gehölz. Wer erkannt wurde, wird unweigerlich gefasst. Die Kaffeesäcke blieben zurück. Da gab es sozusagen so eine Art Guerillakrieg. Also da haben die Zöllner angefangen, Igelketten gegen die Autos auf die Straßen zu legen. Dann haben die Schmuggler mit Kränenfüßen geantwortet. Und das Ende war dann halt wirklich, dass es Tote gab an dieser Grenze wegen dem Kaffeeschmuggel. Sogar auf Fischerbooten wird das begehrte Gut nach Deutschland geschmuggelt. Ein Pfund kostet auf dem regulären Markt rund 15 D-Mark. Das ist mehr als der Tageslohn eines Arbeiters. Wer schwarz mit Kaffeebohnen handelt, kann schnell viel Geld verdienen. Max Herz geht den legalen Weg. Mit Hilfe der Importlizenz seines Vaters kommt sein Kaffeehandel wieder in Schwung.
Für seine Geschäftspartner ist er verlässlich, aber auch unbequem. Ich habe gerade nach Brasilien gekabelt. Die wollen 40 Dollar pro Sack Arabica bei einer Mindestabnahme von 250 Sack. Das macht 10.000 Dollar. Wieso kostet das bei dir 13% mehr? Habt ihr nicht gesagt, ihr verkauft mir mit 10% Aufschlag? Wieso 3% mehr? Willst du mich arm machen? Und dann auch noch für Bohnen, die nach Schuhsohlen schmecken. Mann, Mann, Mann. Na gut. Du kriegst deine 3%. Langsam geht es wieder aufwärts. Die Wirtschaft in Westdeutschland nimmt Fahrt auf. Ein Symbol des Uns-geht's-wieder-gut-Gefühls, der Bohnenkaffee. Man hat ihn in sehr, sehr kleinen Mengen gekauft und vor allem zu dem festlichen Anlass vorbehalten, Sonntagskaffee oder Familienfeier. Max Herz denkt weiter. Er will Kaffeebohnen nicht nur importieren, sondern auch rösten und verkaufen. Dafür braucht er vor allem Platz. Wo habe ich ein Kontor? Wo habe ich eine Fabrikhalle, die einigermaßen regendicht ist? Wo könnte ich mein Personal unterbringen? Er streift durch die Speicherstadt, redet mit Teppichhändlern, mit Gewürzimporteuren, mit Kaufleuten aus aller Herren Länder, bis er einen Partner findet. Es ist ein Mann, der mit Studentenfutter handelt. Karl Chilinghirian. Seinen komplizierten Nachnamen hat der Hamburger mit armenischen Wurzeln auf Chilling verkürzt. Chilling verfügt über Platz und über Kontakte zu Herstellern von Röstöfen. Genau das, was Max Herz braucht. Es war ja eine Orientale. Also es waren zwei ungleiche Partner. Nicht? Über Karl Chilling heißt es, er sei ein leichtfüßiger Lebemann gewesen, kein kühler Kaufmann. Die Geschäftsbeziehung zu Max Herz kommt ihm gerade recht. 1949 gründen sie die gemeinsame Firma mit einem Namen, den heute die meisten Deutschen kennen. Aus der ersten Silbe des armenischen Familiennamens und dem Bo von Bohne entsteht Chibo. Max Herz verzichtet darauf, im Firmennamen zu stehen. Sein Ehrgeiz gilt dem Kaffee und dem Geldverdienen. Er hat den richtigen Riecher. Er bezieht ein verglastes Büro in der Speicherstadt. Bei Tageslicht kann er die Qualität von Kaffeebohnen am besten beurteilen. Von jeder gekauften Partie lässt er sich die Bohnen zeigen, rösten, mahlen und aufkochen. Ich wusste ja nicht, dass das ein Millionär war mit irgendwie, also es war mir ja alles neu. Aber es war für mich ein Mensch genauso wie ich. Und ich habe ihn auch so genommen und habe ihn auch so angesprochen. Und das gefiel ihm auch. Max Herz weiß, die Deutschen wollen einen Kaffee, der gut schmeckt und preiswert ist. Tag für Tag dasselbe Ritual. Riechen, schlürfen, kosten, ausspucken. Die Entscheidung über die richtige Bohne ist Chefsache. Und die der Chefin. Er checkte noch mal ab, ob das, was er in seinem Kopf schon eigentlich fast entschieden hatte, wo er aber nicht sicher war, was seine Frau dazu sagen würde. Und er hat den gesunden Menschenverstand seiner Frau so eingeschätzt, dass er außerordentlich wichtig für ihn war. Ingeborg und Max Herz sind seit 1939 verheiratet. Die gebürtige Hamburgerin ist seine wichtigste Beraterin. Damals hat der Mann gegründet und die Frau war eben dann die Ehefrau an seiner Seite. Wir haben sehr viele schöne Beispiele dafür, dass in Familienunternehmen aber die Frauen dann sehr zentrale Treiber waren. Im Fall Chibo scheint es schon so zu sein, dass die Ehefrau mehr war als nur dann die Frau an der Seite, sondern dass sie auch sehr Einfluss genommen hat und vielleicht auch einige zentrale Entscheidungen mit beeinflusst hat. Wie findest du den? Das ist ein neuer Lieferant aus Brasilien. Bisschen muffig, hm? Fahrt. Ganz ohne Frage, salopp ausgedrückt, hielt sie ihm natürlich die Kinder vom Hals. Und die Kinder waren dann doch so erzogen, dass sie ihr Vater nicht störten in seinen Kreisen. Max und Ingeborg Herz haben 4 Jungen und ein Mädchen. Die Söhne lernen von klein auf, was es heißt, Kinder eines Unternehmers zu sein. Nach außen zusammenzuhalten und sich nach innen in Stellung zu bringen.
Die sind in einem ganz klaren Wettbewerb. Der Wettbewerb fing vielleicht schon in der Sandkiste an, wo sie sich sozusagen gegenseitig zeigten, wer eben das tollste, die tollste Burg baute oder was auch immer. Und das machen sie eigentlich bis heute. Eine Konstellation, die noch für Zündstoff sorgen wird. Und im Familienunternehmen geht es eben in der Regel um sehr viel Geld. Es geht um eine wichtige Machtposition und es geht immer auch darum, den Eltern, die das Unternehmen aufgebaut haben, zu gefallen und zu sagen, ich bin eigentlich das Lieblingskind, ich mache das doch am tollsten. Und dadurch ist ein ganz gehöriges Konfliktpotenzial. Noch hat der Vater das Sagen. Anfang der 50er Jahre kämpft Max Herz um jede Bohne, die er kriegen kann. In Westdeutschland steigt der Kaffeekonsum um 10-20% jährlich. Doch nach wie vor gibt es Importbeschränkungen. Nur wer über Devisen verfügt, kann sie umgehen. Wieder sucht Max Herz nach unkonventionellen Lösungen. Mensch, Karl, ich habe da eine Idee. Ich habe da noch Aprikosen. Die verkaufst du über deinen Bekannten nach England. Dafür kriegen wir britische Pfund. Und damit gehst du zur Behörde und beantragst, dass du für Devisen Kaffee kaufen willst. Das ist ja nicht verboten. Mach ich. Sein Partner Karl Schilling, heißt es, ist mehr am Geld ausgeben interessiert. Immer wieder muss er sich von Max Herz Geld leihen. 3 Jahre nach der Gründung wird er sich auszahlen lassen. Aprikosen. 1952 verlässt Karl Schilling das Unternehmen für 225.000 Mark. Der Mann, der Chibo seinen Namen gab, ist raus aus dem Geschäft. Max Herz ist jetzt allein am Ruder und wird immer erfolgreicher. Nur eines wurmt ihn. Schilling ist weg, aber sein Kürzel ist noch im Firmennamen. Der Eduard Schopf, der hat doch seine Firma Educho genannt. Sollen wir Chibo nicht auch umbenennen? Nein, mach das nicht. Ja, Chibo kennt doch mittlerweile jeder. Ja, wie willst du dich denn nennen? Marz oder Maheka, Max Herz Café? Wie hört sich das denn an? Und Frau Herz, die von ihm Volkes Stimme genannt wurde, sagte: Nein, Max, Chibo. Das ist was ganz Tolles, das sind Plantagen in Brasilien, Kolumbien, irgendwo. Und er war überzeugt. Die ersten Chibo-Werbefilme sollen dem Zuschauer den Versand des Kaffees per Post erklären. Das Kaffeemännchen Chibo weiß genau, wer sparsam ist. Der ist auch schlau. Drum reist auch Chibo selbst ins fremde Land und holt den Kaffee sich aus erster Hand. Bei Chibo wird jetzt in mehreren Schichten gearbeitet, um den Durst der Deutschen nach Kaffee zu löschen. Dann habe ich von morgens um 10 bis nachts um 1 gearbeitet. Jeden Tag. Und wir haben sonnabends mitgearbeitet. Und zweiten Donnerstag mussten wir anfangen zu arbeiten, weil das Frischholzkaffee war. Der Kaffee musste raus. Fehlt guter Kaffee dir im Haus? Dann schreibe schnell die Karte aus. Es liefert Chibo dir per Post ganz frisch den Chibo Goldmokka auf deinen Tisch. Man hat dann eben bei Chibo noch die Besonderheit gehabt, dass man den Versand mit besonderen Gimmicks versehen hat, zum Beispiel mit Dingen, die Menschen auch dringend brauchten, wie Geschirrhandtücher oder überhaupt Handtücher oder andere Verpackungen. Kaffee inklusive nützlicher Dreingabe. Das Kalkül geht auf. Das ist eine unglaubliche Bindung, die Chibo dann aufbaut, weil es in der Regel dann ja auch so ist, dass so eine Markentreue auch sogar weitergegeben werden kann. Wenn also die Eltern den Kaffee gekauft haben, dass dann die nachfolgende Generation die Kinder das auch kaufen. Es ist das sogenannte Wirtschaftswunder. Die Industrie boomt. Die Importbeschränkungen sind gefallen. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. In 10 Jahren verdoppelt sich das reale Einkommen der Westdeutschen. Mehr Geld? Auch für Kaffee. Und höhere Ansprüche. Max Herz sieht sich gefordert. Eine Spezialität muss her.
Dafür tüftelt er wochenlang mit unterschiedlichen Bohnen und Röstverfahren, bis die neue Mischung steht. Der Goldmogge wurde ja aus 8 Partien zusammengestellt. Das war ja Max Herz sein Superstück, Goldmogge. Schon die Verpackung soll alles überstrahlen. Denn das Kaffeegeschäft ist hart umkämpft. Darboven, Schilling, Edusho. Alles Unternehmen, die lange vor Chibo da waren. Der größte Rivale, Jakobs Café. Eine Tasse Kaffee, duftender, dampfender Kaffee. Ein Auftakt zu froher Feier. Jakobs Café, wunderbar. Jakobs, 1907 gegründet, erobert von Bremen aus den Kaffeemarkt mit dem Direktverkauf in Läden und dem wunderbaren Slogan, den Konzernchef Walter J. Jakobs 1954 persönlich erfindet. Sicherlich sind die Personen Jakobs und Herz völlig unterschiedlich. Das kommt ja auch daher, dass, wie gesagt, Jakobs aus einer Dynastie kommt, die eben über Jahrzehnte lang den Kaffeehandel beherrscht hat. Und Max Herz ist ein Selfmade-Mann, der also in diesen Bereich hineingewachsen ist. Privat begegnen sich die beiden mit Respekt. Wenn dann nicht das Geschäft wäre. Guten Tag, Max. Ein Bier bitte. Walter. Ich hätte da mal eine Bitte, mein lieber Max. Unterlass es in Zukunft weiter zu behaupten, du hättest Deutschlands meistgetrunkenen Kaffee. Alleine mein Goldmokka wird dir beweisen, mein lieber Walter, dass du Unrecht hast. Davon verkaufe ich nämlich mehr, als du mit all deinen Produkten zusammengerechnet. Da steht's. Und da. Ah, und hier auch. Ach, und Walter, was du kannst, kann ich schon lange. Ich wünsche noch einen schönen Tag, mein lieber Max. Ich gehe nämlich jetzt in den Direktverkauf. Die ersten Läden habe ich schon. In den wiederaufgebauten Innenstädten setzt Max Herz auf die neue Einkaufslust der Deutschen. Eigene Filialen sind zwar teuer, doch im Postversand sieht er nicht die Zukunft. Aufnahmen aus dem Privatarchiv der Familie. Die Eröffnung einer der ersten Filialen in Hamburgs bester Lage. Um auf Chibo aufmerksam zu machen, geht Max Herz neue Wege. Junge, hübsche Mädchen sollen die Kunden ins Geschäft locken. Meine Aufgabe war damals, die Kunden in den Laden zu bekommen. Ob jung, ob alt. Und dann gab es eine Blume, eine Rose. Und für den Herrn so eine Probekaffee. Wir mussten das oft buchstabieren, Chibo. Das kannten die ja gar nicht. Und da hat Max Herz mir gesagt, und wenn die Kunden mir nicht ganz unter den Arm kommen, immer einladen, immer reinholen. Da wusste man schon, was man getan hat Ende der Woche. Aber war schön. Mhm. Nun geht der Chef selbst einkaufen. Keinen Kaffee, sondern Geschäftsräume. Das Auto gehört zu den wenigen Luxusanschaffungen der Familie. Und hier sitzt die Frau am Steuer. Sie brauste über die Autobahn, er guckte lieber nicht hin, konnte auch nicht, weil er Papier machte. So war ihre Arbeitsteilung. Quer durch die Bundesrepublik geht die Tour. Innerhalb von 3 Jahren wächst das Chibo-Netz auf 77 Filialen. Auch weil Max Herz bis zu 100.000 Mark auf den Tisch legt, um ein Geschäft in guter Lage zu ergattern. Guten Tag. Guten Tag. Herz, mein Name. Ich hatte mal eine Frage. Da schräg gegenüber, da drüben in dem Laden, da gibt's doch Jakobs Kaffee, oder? Jo, glaub schon. Ich würde mit meinem Kaffee gerne hier rein. Ich meine, was verkaufen Sie denn so? Das sieht ja nicht so aus, als würde es besonders grandios laufen. Jo. Was möchten Sie denn für dieses Geschäft haben? Ich zahle bar. Wer sind Sie zum Henker? Herr Herz? Herzkaffee? Kenne ich gar nicht. Während Max Herz für viele ein Unbekannter bleibt, macht er von sich reden.
1961 tritt ein wohlgenährter Herr im Anzug zum ersten Mal in einem Chibo-Werbefilm auf. Marketing nach amerikanischem Vorbild. Zurück von einer Weltreise, der Chibo-Kaffee-Experte. Wensley Pittay heißt er im richtigen Leben, ein Theaterschauspieler aus England, der seine Rolle überzeugend ausfüllt. Es gab dann auch sehr viele Zuschriften, zum Beispiel meinten, muss der dann immer so einen Anzug tragen, der könnte doch ein Buschhemd haben. Und wo man wirklich merken konnte, die Menschen haben das geglaubt, dass da wirklich jemand durch den Urwald rennt für sie. Schon von klein an machen die Kinder Tanganyikas Bekanntschaft mit dem Kaffee, der in ihrem Lande wächst. Vom Chibo-Kaffee-Experten erfahren sie, wie wichtig der wertvolle Tanganyika ist. Mr. Pitti war natürlich auch hier in Hamburg tätig in seinen Pausen, in denen er nicht schwitzen musste im schwarzen Anzug. Und er hat sich verliebt in eine Mitarbeiterin und hat sie geheiratet. Bis morgen bei Chibo. 1964 kommt es zu einem kleinen Skandal. Der Spiegel deckt auf, dass Mr. Pitti nicht nur wenig Ahnung von Kaffee hat, sondern eigentlich am liebsten Tee trinkt. Obwohl ein Konkurrent versucht, die Werbung zu unterbinden, bleibt Mr. Pittay bis Anfang der 80er Jahre im Einsatz. Wenn Sie guten Kaffee lieben, Chibo. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Jakobs Kaffee für höchste Ansprüche. Jakobs Kaffee in jeder Weise vollkommen. Der Kaffeehersteller aus Bremen setzt dabei auch auf eine berühmte Schauspielerin. Max? Ja. Hier. Sonja Ziemann für Jakobs. Also das machen die schon gut, du. Den krieg ich noch. Das war so ein bisschen auch das Aggressionsforum der Inhaber. Es war ja ein sehr hart umkämpfter Markt. Es wurde sehr viel mit Sonderangeboten gearbeitet, sehr viel mit couragierter Werbung. Und die Juristen mussten sehen, was die Werbeabteilung durften und was nicht. In seinen Werbefilmen will Max Herz klarstellen, wer die Nummer eins ist. Chibo Goldmokka, Deutschlands meistgekaufter Kaffee. Gegen solche Behauptungen zieht Jakobs vor Gericht. Das stellt fest, 14% Marktanteil für den Goldmokka. 1% mehr als das gesamte Sortiment von Jakobs erreicht. Gute Nachrichten für das Unternehmerpaar Herz. Der Wettstreit der Kaffeebarone dreht sich aber nicht nur um die Bohne. Auch bei einer anderen Leidenschaft will jeder die Nase vorne haben. Rivalen sind sie auch auf der Rennbahn. Viele haben ein eigenes Gestüt. Ja, ist ulkig. Die einen hatten Galopper, die anderen Traber und Springreiter. Das scheint ein Teil des damaligen Luxus des Lebensgefühls gewesen zu sein. Max Herz schließt Freundschaft mit Walter Heidmann, einem der besten deutschen Traber. Gemeinsam züchten sie Rennpferde. Und Max Herz zeigt sich dabei ungewöhnlich spendabel. Mein Vater war am Trainieren und einen Morgen kam der Geschäftsführer von der Trabrennbahn Farms und sagte, Walter, wir können nicht mehr. Ja, wir müssen es verkaufen oder schließen. Und da hat er gesagt, warte mal, da kommt gerade Max Herz. Und dann kam er, da hat es gedauert, eine halbe Stunde, und dann hat er gesagt, ich helfe euch. Beim Kauf der Trabrennbahn entsteht ein seltenes Foto. Herz mit seinen Söhnen, Günther und Michael. In Hamburg baut der scheue Millionär eine moderne Villa, direkt am Alsterufer. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Nicht wegen der Flutgefahr, sondern weil man vom Wasser aus praktisch ins Wohnzimmer schauen kann. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen auf der Motorbahnkasse mit Bebäude. Wir beginnen jetzt mit unserer großen Hafenrundfahrt. Man hörte mal über Lautsprecher. Und hier wohnt also der Hamburger Kaffeekönig Max Herz mit seiner Pracht-Marmor-Villa und so weiter und so fort. Und er hat sich wohl dann auch mit solchen Leuten in die Wolle bekommen und gesagt, also das brauche ich überhaupt nicht. Max Herz braucht so manches nicht. Von den Vergnügungsvierteln, für die Hamburg berühmt ist, hält er sich ebenso fern wie von den meisten großen Veranstaltungen der feinen Gesellschaft. Selbst bei prestigeträchtigen Events wie dem Matthieu-Mahl sieht man ihn selten. Normalität und Zurückhaltung. Darauf legt die Familie noch heute Wert. Sie sind unauffällig,
nett, wohlerzogen. Mehr kann man jetzt fast nicht dazu sagen. Sie sehen aus wie normale Menschen und sie benehmen sich wie normale Menschen. Und es sind aber wirklich, gerade die Familie Herz gehört einfach zu den reichsten Deutschen, die wir haben im Land. Anfang der 60er Jahre beginnt Max Herz den Wohlstand ein bisschen zu genießen. Urlaubt am Mittelmeer und nennt ein Ferienhaus an der Ostsee sein eigen. Im Urlaub nimmt sich der Patriarch Zeit für die Kinder. Du, Max? Hm? Die Kinder haben gefragt, ob sie noch ein Pferd bekommen könnten. Ja. Hm? Die Kinder müssen nicht wissen, wie viel Geld im Haus ist. Also keinen Zucker in den Hintern, bitte. Auch wenn wir sie lieben. Ach, Max. So sparsam Max Herz privat auch sein mag, seinen Chibo-Mitarbeitern gegenüber zeigt er sich gelegentlich großzügig. Eines Tages bekommt er mit, dass die Familie eines Angestellten seiner Kaffeerösterei in Schwierigkeiten steckt. Es regnet in unser Dach rein. Wir müssen was tun. Ich weiß. Und wo sollen wir das Geld hernehmen? Uns steht das Wasser bis zum Hals. Dann lass dir was einfallen. Tja, ich habe keine Idee mehr. Und es wurde kein langes Gespräch in seinem Kontor. Er nahm also, stelle sich das vor, einen Abreißzettel, schrieb darauf eine Schuldscheingeschichte und übergab das dem und sagte ganz beiläufig: Gosselin, quittieren. €1.000, zinslos und in bar. Zu Weihnachten lässt der Firmenchef für jeden Angestellten einen Braten springen. Auch das gehört zur Tradition. Die Weihnachtsfeier in Blankenese. Wie in anderen Familienunternehmen auch, dient der Jahresabschluss der Stärkung des Zusammenhalts. Es waren ja zu wenig Männer da, ne? Überwiegend Frauen. Aber da war auch immer mit dabei. Weil bei Chibo Frauen in der Überzahl sind, befiehlt der Chef sämtliche männliche Angestellte aufs Parkett. Den ersten Tanz hat er erst mit seiner Sekretärin gemacht, dann kam ich dran. Und dann nachher, dass ich ab und zu eine andere geschnappt, eine Filialleiterin, die mit da war und so weiter. Und grundsätzlich im Januar kriegten wir dann noch mal ein halbes Gehalt dazu. Und da hat er dann gesagt, das wäre jetzt für uns persönlich. Das andere war ja für die Familie. Die Firmenfeste, die fortlaufende Expansion, nicht zuletzt das härter werdende Kaffeegeschäft. Max Herz mutet sich viel zu. Dazu kommt seine Leidenschaft für rohes Ei mit viel Zucker, schaumig gerührt, Goggelmoggel, eine Kalorienbombe. Er hatte vorher schon einen Herzinfarkt und die Ärzte hatten gesagt, er müsse kürzer treten. Aber das hat er nicht getan. 12. Mai 1965. Im Hamburger Schauspielhaus wird das Drama »Trauer muss Elektra tragen« gegeben. Wenige Stunden nach dem Theaterbesuch stirbt der Kaffeebaron an Herzversagen. Er wird nur 59 Jahre alt. Und dann bekamen wir auf einmal die Nachricht, dass er jetzt verstorben ist. Ich sag, was ist denn jetzt so? Ja, Max ist heute Nacht verstorben. Ich sag, oh Gott, das war natürlich. In seinem Testament hat Max Herz bestimmt, das Unternehmen solle fortgeführt werden. Zitat: von zwei meiner befähigsten Jungen. Nur, welche der vier Söhne sind gemeint? Die Nachfolge von Familienunternehmen ist sowas wie zwei Erdbeben, die in diesem Unternehmen wirken. Das erste ist dann das Erdbeben, dass natürlich die Erben anfangen, sich untereinander auseinandersetzen zu müssen. Und das zweite Erdbeben geht das durch das Unternehmen durch. Und eine missglückte Nachfolge ist eine Sachlage, die ein Unternehmen dazu bringen kann, durchaus nicht überlebensfähig zu sein.
Mit seinem unklaren Testament hat Max Herz Chibo eine Überraschung beschert. Ich beobachte oft, dass in diesen Unternehmerfamilien, wo der Vater wirklich eine starke, dominante Persönlichkeit ist, dass die Söhne und die Brüder einen erbitterten Kampf führen, wer dem Vater am ähnlichsten ist, wer ihm am würdigsten ist, wer sein Erbe am würdigsten vertreten darf. Er darf sich wohl als natürlicher Nachfolger verstehen, weil er der Älteste ist. Günther Herz. Also der Fähigste war Günther, zweifellos. Denn er hat ja die Firma ganz entscheidend weiter nach vorne gebracht. Ne? Aber er hatte nicht die Liebenswürdigkeit seines Vaters. Er übernimmt den Vorsitz mit gerade mal Mitte 20 und nimmt seine Sache sehr ernst. Wir haben beim Kaffee als einzigen Rohstoff ein Abkommen. Das einzige Fernsehinterview, das Günther Herz je gab. Zum Thema Kaffeehandelspolitik. Wir glauben nur, dass 50% in einem Jahr etwas zu viel ist. Ja, das war Günther. Aber muss ja ganz ehrlich sagen, er war dann nachher ein bisschen den anderen Leuten gegenüber. Ich kannte ja die ganzen Kaffeemakler von Max aus. Und das waren ja alle schon ältere Herrschaften. Da war er dann schon ein bisschen schnippisch, also schnöselhaft. Ein Nachfolger mit viel Geschäftssinn, aber weniger herzlich. Ja, wie viel Stück wir herstellen können, weiß ich gerade nicht. Meine Frau ist krank zu Hause und die Kinder. Also so wird das nichts. Wir brauchen Fakten. Für mich ist das hier jetzt Zeitverschwendung. Ich denke, das Gespräch ist hiermit beendet. Schönen Tag noch. Günther war nicht sonderlich diplomatisch, ganz im Gegenteil. Das haben manche gekonnt, manche nicht, oder abgekonnt, manche nicht. Was ich gelernt habe bei Günther, sag nie ja, wenn du nicht ja meinst. Doch Günther hat auf seine Art Erfolg. Er baut das Geschäft mit Haushalts- und Zusatzartikeln aus. Sein Motto ist, jede Woche eine neue Welt bei Chibo. Kleidung, Schmuck, Uhren. Küchengeräte, sogar Inseln, Versicherungen und Reisen. Nicht alles findet Abnehmer. Ein herrliches Beispiel war, dass die ersten Steppwesten, die waren auch sehr, sehr groß gesteppt mit großen Feldern. Und wie wir auf den Markt kamen, war dieses eigentlich schon vorbei gewesen. Und man hatte ein ganz anderes Design. Und dann saß man in seinem Lager auf, ich weiß nicht, 260.000 Steppwesten, die keiner mehr haben wollte. Von manchen Artikeln aber, wie zum Beispiel Kochbüchern, verkauft das Unternehmen Hunderttausende. Mehr als der gesamte Fachhandel. Der sieht sich auch sonst immer wieder durch Chibo bedroht. Der Herz-Clan setzt sich darüber hinweg und steigert seinen Umsatz auf über 3 Milliarden Euro. Das Urprodukt, der Kaffee, macht weniger als die Hälfte der Einnahmen aus. Und dann macht es. Nein, Chibo-Kaffee bekommen Sie in ganzen frischen Bohnen. Und auch so. Ja, den malen wir auch frisch für Sie. Hier, Ihre feine Milch. Oh, bitte? Danke. Wie spät ist es? Tja, haben Sie denn kein Tick-Tick-Tick? Was? Na, einer unserer berühmten Chibo-Uhren, die wir so oft anbieten. Oh. Unter Günthers Führung schluckt Chibo 1997 den Konkurrenten Edusho und ist damit Marktführer. Es gibt eindeutig ein Unternehmergen, wie es auch ein Sportlergen gibt oder ein Musikergen. Wenn eine Familie bestimmte Fähigkeiten hat, dann gibt es eine Tendenz dazu, dass sich das auch vererbt. Noch ein Sohn von Max Herz sieht sich zu Führungsaufgaben berufen. Michael, der Drittälteste, leitet seit dem Tod des Vaters den Vertrieb. Aber ich besinne auch, dass wir zusammen, damals war ich noch als Justiziar tätig, wir den ersten großen Vertrag mit Tengelmann abgeschlossen haben. Michael Herz hat mich dann zum Mittagessen eingeladen, weil ich einen guten Job gemacht hatte. Das Mittagessen bestand aus einem Brötchen, einer Tüte Milch, einem Selbstbedienungsrestaurant am Flughafen in Düsseldorf. Und ich nahm dann noch irgendwas anderes, einen Kuchen, und er sagte, Sie hauen ganz schön rein. Michael, der keine Fotos von sich in der Öffentlichkeit sehen will, akzeptiert lange Jahre die Chefrolle Günthers. Beide sind aus demselben Holz geschnitzt wie der Vater.
Das waren zwei Typen, die beide keinen Aufhebens von ihrer Person gemacht haben. Ganz im Gegenteil, die Unternehmensgeschichte sagt, dass man Günther seinen Schrottreifen Golf wirklich entreißen musste, weil er keinen TÜV mehr bekommen hatte. Und er hat den kleinsten Mercedes gefahren, den es gab. Und Michael nicht als Oldtimer-Fan, sondern aus Sparsamkeitsgründen für einen alten Volvo Amazon. Es war sehr schwer, später anderen Vorständen klarzumachen, dass man nicht das größte Auto fährt beim Schieben. Auch den einzigen Luxus, den sie sich gönnen, haben sich die Söhne vom Vater abgeschaut. Beide besitzen ein eigenes Gestüt. Günther wird manchmal zusammen mit seiner Schwester Daniela bei Pferderennen gesehen. Auch außerhalb des Unternehmens stehen die Kinder von Max Herz im Wettbewerb. Das ist ja das, was alle verbindet, also die Begeisterung für Pferde. Und da wird also nicht geguckt, wie der Aktienkurs ist oder wie irgendwelche Erfolge sind, sondern da wird geguckt, dein Pferd hat mehr Prämien eingelaufen als meins, was überhaupt gar keine ökonomische Relevanz für die beiden hat. Es ist einfach eine Spielwiese, auf der man versucht, sich gegenseitig noch mal zu sagen, wer der Bessere ist. Im Unternehmen mehren sich die Reibereien zwischen Günther und Michael. Am Anfang sind es nur Kleinigkeiten. Wenn man an zweiter Stelle steht, hat man irgendwann die Überzeugung, dass man es auch selber kann. Und so ist meine Wahrnehmung, dass Michael irgendwann den Anspruch gestellt hat, ich kann das eigentlich auch oder kann es genauso gut. Daraus entstehen Streitigkeiten, die wir nicht immer mitbekommen haben. Das ist ja auch sehr hinter verschlossenen Türen gewesen. Aber dadurch kam ein größeres Spannungsfeld auf und auch in der Mannschaft eine größere Lagerbildung. 2001 kommt es zum Bruch. Seine drei Brüder stellen sich gegen Günther. Bald darauf wird Michael neuer Chef von Tchibo. Also ich glaube, das ist ein Moment der Klarheit gewesen. Nach jahrzehntelangen ständigen Reibereien, Zoff, Streitereien ist das der Moment gewesen, wo es wirklich entschieden war. Tchibo gehört heute einer Familienholding, benannt nach den Vornamen der Eltern, Max Ing West. Neben vielen anderen Beteiligungen hält die Familie 51% am Nivea-Hersteller Beiersdorf. Günther, der mit geschätzt 4 Milliarden Euro Vermögen einer der reichsten Deutschen ist, gründet mit seiner Schwester Daniela das Kapitalunternehmen Mayfair. Der inzwischen verstorbene Joachim vererbt sein Geld einer Stiftung. Mutter Ingeborg lebt bis zu ihrem Tod im September 2015 in Hamburg. Sie galt als bescheiden und wohltätig. Was sie, soweit man weiß, nicht mehr geschafft hat, Frieden zu stiften zwischen den beiden Söhnen. Die Familie, das kann man nachlesen, hat sich immer wieder mal um irgendetwas gestritten. Aber die beiden haben schon das Unternehmen geführt mit sehr unterschiedlichen Talenten. Und das hat Tchibo in der Zeit auch groß gemacht. Die Tchibo-Story ist bisher eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb von nur zwei Generationen erwächst aus einem kleinen Kontor in der Speicherstadt ein Milliardenunternehmen. Doch wird das Familienmodell Bestand haben? Werden die Erben von Max Herz auch in dritter Generation in der Lage sein, die Erfolgsstory fortzuschreiben? Es liegt in der Natur des Unternehmens, das darüber wenig nach außen dringt. Familie Herz, glaube ich, treibt nach wie vor das, was Max Herz in seinem Testament festgelegt hat. Wer ist der Beste von uns? Und das ist, glaube ich, immer nach wie vor das. Wer ist der wahre Erbe von Max Herz? Und vielleicht war genau das die Absicht des Tchibo-Gründers. Ich wusste ja nicht, dass das ein Millionär war mit irgendwie, also das war mir ja alles neu. Aber es war für mich ein Mensch genauso wie ich. Und ich habe ihn auch so genommen und habe ihn auch so angesprochen. Und das gefiel ihm auch. Max Herz weiß, die Deutschen wollen einen Kaffee, der gut schmeckt und preiswert ist. Tag für Tag dasselbe Ritual. Riechen, schlürfen, kosten, ausspucken. Die Entscheidung über die richtige Bohne ist Chefsache. Und die der Chefin. Er checkte noch mal ab, ob das, was er in seinem Kopf schon eigentlich fast entschieden hatte, wo er aber nicht sicher war, was seine Frau dazu sagen würde. Und er hat den gesunden Menschenverstand seiner Frau so eingeschätzt, dass er außerordentlich wichtig für ihn war. Ingeborg und Max Herz sind seit 1939 verheiratet. Die gebürtige Hamburgerin ist seine wichtigste Beraterin.
Damals hat der Mann gegründet und die Frau war eben dann die Ehefrau an seiner Seite. Wir haben sehr viele schöne Beispiele dafür, dass in Familienunternehmen aber die Frauen dann sehr zentrale Treiber waren. Im Fall Chibo scheint es schon so zu sein, dass die Ehefrau mehr war als nur dann die Frau an der Seite, sondern dass sie auch sehr Einfluss genommen hat und vielleicht auch einige zentrale Entscheidungen mit beeinflusst hat. Wie findest du den? Das ist ein neuer Lieferant aus Brasilien. Bisschen muffig, hm? Fahrt. Ganz ohne Frage, salopp ausgedrückt, hielt sie ihm natürlich die Kinder vom Hals. Und die Kinder waren dann doch so erzogen, dass sie ihr Vater nicht störten in seinen Kreisen. Max und Ingeborg Herz haben 4 Jungen und ein Mädchen. Die Söhne lernen von klein auf, was es heißt, Kinder eines Unternehmers zu sein. Nach außen zusammenzuhalten und sich nach innen in Stellung zu bringen. Sie sind in einem ganz klaren Wettbewerb. Der Wettbewerb fing vielleicht schon in der Sandkiste an, wo sie sich sozusagen gegenseitig zeigten, wer eben das tollste, die tollste Burg baute oder was auch immer. Und das machen sie eigentlich bis heute. Eine Konstellation, die noch für Zündstoff sorgen wird. Und im Familienunternehmen geht es eben in der Regel um sehr viel Geld. Es geht um eine wichtige Machtposition und es geht immer auch darum, den Eltern, die das Unternehmen aufgebaut haben, zu gefallen und zu sagen, ich bin eigentlich das Lieblingskind, ich mache das doch am tollsten. Und dadurch ist ein ganz gehöriges Konfliktpotenzial. Noch hat der Vater das Sagen. Anfang der 50er Jahre kämpft Max Herz um jede Bohne, die er kriegen kann. In Westdeutschland steigt der Kaffeekonsum um 10-20% jährlich. Doch nach wie vor gibt es Importbeschränkungen. Nur wer über Devisen verfügt, darauf legt die Familie noch heute Wert. Sie sind unauffällig, nett, wohlerzogen. Mehr kann man jetzt fast nicht dazu sagen. Sie sehen aus wie normale Menschen und sie benehmen sich wie normale Menschen. Und es sind aber wirklich, gerade die Familie Herz gehört einfach zu den reichsten Deutschen, die wir haben im Land. Anfang der 60er Jahre beginnt Max Herz den Wohlstand ein bisschen zu genießen. Urlaubt am Mittelmeer und nennt ein Ferienhaus an der Ostsee sein eigen. Im Urlaub nimmt sich der Patriarch Zeit für die Kinder. Du, Max? Hm? Die Kinder haben gefragt, ob sie noch ein Pferd bekommen könnten. Ja. Hm? Die Kinder müssen nicht wissen, wie viel Geld im Haus ist. Also kein Zucker in den Hintern, bitte. Auch wenn wir sie lieben. Ach, Max. So sparsam Max Herz privat auch sein mag, seinen Chibo-Mitarbeitern gegenüber zeigt er sich gelegentlich großzügig. Eines Tages bekommt er mit, dass die Familie eines Angestellten seiner Kaffeerösterei in Schwierigkeiten steckt. Es regnet in unser Dach rein. Wir müssen was tun. Ich weiß. Und wo sollen wir das Geld hernehmen? Uns steht das Wasser bis zum Hals. Dann lass dir was einfallen. Tja, ich habe keine Idee mehr. Und es wurde kein langes Gespräch in seinem Kontor. Er nahm also, stell sich das vor, einen Abreißzettel, schrieb darauf eine Schuldscheingeschichte und übergab das dem und sagte ganz beiläufig: Gosselin, quittieren. €1.000, zinslos und in bar. Zu Weihnachten lässt der Firmenchef für jeden Angestellten einen Braten springen. Auch das gehört zur Tradition. Die Weihnachtsfeier in Blankenese. Wie in anderen Familienunternehmen auch, dient der Jahresabschluss der Stärkung des Zusammenhalts. Es waren ja zu wenig Männer da, ne? Überwiegend Frauen. Aber da war auch immer mit dabei. Weil bei Chibo Frauen in der Überzahl sind, befiehlt der Chef sämtliche männliche Angestellte aufs Parkett. Den ersten Tanz hat er erst mit seiner Sekretärin gemacht, dann kam ich dran.
Und dann nachher, dass ich ab und zu eine andere geschnappt, eine Filialleiterin, die mir da war. Kaufleuten aus aller Herren Länder. Bis er einen Partner findet. Es ist ein Mann, der mit Studentenfutter handelt. Karl Çilingirian. Seinen komplizierten Nachnamen hat der Hamburger mit armenischen Wurzeln auf Çiling verkürzt. Çiling verfügt über Platz und über Kontakte zu Herstellern von Röstöfen. Genau das, was Max Herz braucht. Es war ja eine Orientale. Also es waren zwei ungleiche Partner. Nicht? Über Karl Çiling heißt es, er sei ein leichtfüßiger Lebemann gewesen, kein kühler Kaufmann. Die Geschäftsbeziehung zu Max Herz kommt ihm gerade recht. 1949 gründen sie die gemeinsame Firma mit einem Namen, den heute die meisten Deutschen kennen. Aus der ersten Silbe des armenischen Familiennamens und dem Bo von Bohne entsteht Çibo. Max Herz verzichtet darauf, im Firmennamen zu stehen. Sein Ehrgeiz gilt dem Kaffee und dem Geldverdienen. Er hat den richtigen Riecher. Er bezieht ein verglastes Büro in der Speicherstadt. Bei Tageslicht kann er die Qualität von Kaffeebohnen am besten beurteilen. Von jeder gekauften Partie lässt er sich die Bohnen zeigen, rösten, mahlen und aufkochen. Ich wusste ja nicht, dass das ein Millionär war mit irgendwie, also es war mir ja alles neu. Aber es war für mich ein Mensch genauso wie ich. Und ich habe ihn auch so genommen und habe ihn auch so angesprochen. Und das gefiel ihm auch. Max Herz weiß, die Deutschen wollen einen Kaffee, der gut schmeckt und preiswert ist. Tag für Tag dasselbe Ritual. Riechen, schlürfen, kosten, ausspucken. Die Entscheidung über die richtige Bohne ist Chefsache. Und die der Chefin. Er checkte noch mal ab, ob das, was er in seinem Kopf schon eigentlich fast entschieden hatte, wo er aber nicht sicher war, was seine Frau dazu sagen würde. Und er hat den gesunden Menschenverstand seiner Frau so eingeschätzt, dass er außerordentlich wichtig für ihn war. Ingeborg und Max Herz sind seit 1939 verheiratet. Die gebürtige Hamburgerin ist seine wichtigste Beraterin. Damals hat der Mann gegründet und die Frau war eben dann die Ehefrau an seiner Seite. Wir haben sehr viele schöne Beispiele dafür, dass in Familienunternehmen aber die Frauen dann sehr zentrale Treiber waren. Im Fall Çibo scheint es schon so zu sein, dass die Ehefrau mehr war als nur dann die Frau an der Seite, sondern dass sie auch sehr Einfluss genommen hat und vielleicht auch einige zentrale Entscheidungen mit beeinflusst hat. Wie findest du den? Das ist ein neuer Lieferant aus Brasilien. Bisschen muffig, hm? Fahrt. Ganz ohne Frage. Was ist das denn an? Und Frau Herz, die von ihm Volkes Stimme genannt wurde, sagte: Nein, Max, Çibo, das ist was ganz Tolles. Das sind Plantagen in Brasilien, Kolumbien, irgendwo. Und er war überzeugt. Die ersten Çibo-Werbefilme sollen dem Zuschauer den Versand des Kaffees per Post erklären. Das Kaffeemännchen Çibo weiß genau, wer sparsam ist, der ist auch schlau. Drum reist auch Çibo selbst ins fremde Land und holt den Kaffee sich aus erster Hand. Bei Çibo wird jetzt in mehreren Schichten gearbeitet, um den Durst der Deutschen nach Kaffee zu löschen. Dann habe ich von morgens um 10 bis nachts um 1 gearbeitet. Jeden Tag. Und wir haben sonnabends mitgearbeitet. Und zweiten Weihnachtstag mussten wir anfangen zu arbeiten, weil das Frischholzkaffee war. Der Kaffee musste raus. Fehlt guter Kaffee dir im Haus? Dann schreibe schnell die Karte aus. Es liefert Çibo dir per Post ganz frisch den Çibo Goldmokka auf deinen Tisch. Man hat dann eben bei Çibo noch die Besonderheit gehabt, dass man den Versand mit besonderen Gimmicks versehen hat. Zum Beispiel mit Dingen, die Menschen auch dringend brauchten, wie Geschirrhandtücher oder überhaupt Handtücher oder andere Verpackungen. Kaffee inklusive nützlicher Dreingabe. Das Kalkül geht auf. Das ist eine unglaubliche Bindung, die Çibo dann aufbaut, weil es in der Regel dann ja auch so ist, dass so eine Markentreue auch sogar weitergegeben werden kann. Wenn also die Eltern den Kaffee gekauft haben, dass dann die nachfolgende Generation die Kinder das auch kaufen.
Es ist das sogenannte Wirtschaftswunder. Die Industrie boomt. Die Importbeschränkungen sind gefallen. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. In 10 Jahren verdoppelt sich das reale Einkommen der Westdeutschen. Mehr Geld, auch für Kaffee. Und höhere Ansprüche. Max Herz sieht sich gefordert. Eine Spezialität muss her. Dafür tüftelt er wochenlang mit unterschiedlichen Bohnen und Röstverfahren, bis die neue Mischung steht. Der Goldmogger wurde ja aus 8 Partien zusammengestellt. Das war ja Max Herz sein Superstück, Goldmogger. Schon die Verpackung soll alles überstrahlen. Denn das Kaffeegeschäft ist hart umkämpft. Daboven, Schilling, Educho. Alles Unternehmen, die lange vor Chibo da waren. Der größte Rivale, Jakobs Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Langsam geht es wieder aufwärts. Die Wirtschaft in Westdeutschland nimmt Fahrt auf. Ein Symbol des Uns-geht's-wieder-gut-Gefühls, der Bohnenkaffee. Man hat ihn in sehr, sehr kleinen Mengen gekauft und vor allem zu dem festlichen Anlass vorbehalten, Sonntagskaffee oder Familienfeier. Max Herz denkt weiter. Er will Kaffeebohnen nicht nur importieren, sondern auch rösten und verkaufen. Dafür braucht er vor allem Platz. Wo habe ich ein Kontor? Wo habe ich eine Fabrikhalle, die einigermaßen regendicht ist? Wo könnte ich mein Personal unterbringen? Er streift durch die Speicherstadt, redet mit Teppichhändlern, mit Gewürzimporteuren, mit Kaufleuten aus aller Herren Länder. Bis er einen Partner findet. Es ist ein Mann, der mit Studentenfutter handelt. Karl Chilinghirian. Seinen komplizierten Nachnamen hat der Hamburger mit armenischen Wurzeln auf Chilling verkürzt. Chilling verfügt über Platz und über Kontakte zu Herstellern von Röstöfen. Genau das, was Max Herz braucht. Es war ja eine Orientale. Also es waren 2 ungleiche Partner. Nicht? Über Karl Chilling heißt es, er sei ein leichtfüßiger Lebemann gewesen, kein kühler Kaufmann. Die Geschäftsbeziehung zu Max Herz kommt ihm gerade recht. 1949 gründen sie die gemeinsame Firma mit einem Namen, den heute die meisten Deutschen kennen. Aus der ersten Silbe des armenischen Familiennamens und dem Bo von Bohne entsteht Chibo. Max Herz verzichtet darauf, im Firmennamen zu stehen. Sein Ehrgeiz gilt dem Kaffee und dem Geldverdienen. Er hat den richtigen Riecher. Er bezieht ein verglastes Büro in der Speicherstadt. Bei Tageslicht kann er die Qualität von Kaffeebohnen am besten beurteilen. Von jeder gekauften Partie lässt er sich die Bohnen zeigen, rösten, mahlen und aufkochen. Ich wusste ja nicht, dass das ein Millionär war mit irgendwie, also es war mir ja alles neu. Aber es war für mich ein Mensch genauso wie ich. Und ich habe ihn auch so genommen und habe ihn auch so angesprochen. Und das gefiel ihm auch. Max Herz weiß, die Deutschen wollen einen Kaffee, der gut schmeckt und preiswert ist. Tag für Tag dasselbe Ritual. Riechen, schlürfen, kosten, ausspucken. Die Entscheidung über die richtige Bohne ist Chefsache. Und die der Chefin. Er checkte noch mal ab, ob das, was er in seinem Kopf schon eigentlich fast entschieden hatte, wo er aber nicht sicher war, was seine Frau dazu sagen würde. Und er hat den gesunden Menschenverstand seiner Frau so eingeschätzt, dass er... Wie hört sich das denn an? Und Frau Herz, die von ihm Volkes Stimme genannt wurde, sagte, nein, Max, Chibo, das ist was ganz Tolles. Das sind Plantagen in Brasilien, Kolumbien, irgendwo. Und er war überzeugt. Die ersten Chibo-Werbefilme sollen dem Zuschauer den Versand des Kaffees per Post erklären. Das Kaffeemännchen Chibo weiß genau, wer sparsam ist. Der ist auch schlau. Drum reist auch Chibo selbst ins fremde Land und holt den Kaffee sich aus erster Hand. Bei Chibo wird jetzt in mehreren Schichten gearbeitet, um den Durst der Deutschen nach Kaffee zu löschen. Dann habe ich von morgens 10 bis nachts 1 gearbeitet. Jeden Tag. Und wir haben sonnabends mitgearbeitet.
Und zweiten Weihnachtstag mussten wir anfangen zu arbeiten, weil das Frischholzkaffee war. Der Kaffee musste raus. Fehlt guter Kaffee dir im Haus? Dann schreibe schnell die Karte aus. Es liefert Tchibo dir per Post ganz frisch den Tchibo Goldmokka auf deinen Tisch. Man hat dann eben bei Tchibo noch die Besonderheit gehabt, dass man den Versand mit besonderen Gimmicks versehen hat, zum Beispiel mit Dingen, die Menschen auch dringend brauchten, wie Geschirrhandtücher oder überhaupt Handtücher oder andere Verpackungen. Kaffee inklusive nützlicher Dreingabe. Das Kalkül geht auf. Das ist eine unglaubliche Bindung, die Tchibo dann aufbaut, weil es in der Regel dann ja auch so ist, dass so eine Markentreue auch sogar weitergegeben werden kann. Wenn also die Eltern den Kaffee gekauft haben, dass dann die nachfolgende Generation die Kinder das auch kaufen. Es ist das sogenannte Wirtschaftswunder. Die Industrie boomt. Die Importbeschränkungen sind gefallen. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. In 10 Jahren verdoppelt sich das reale Einkommen der Westdeutschen. Mehr Geld? Auch für Kaffee. Und höhere Ansprüche. Max Herz sieht sich gefordert. Eine Spezialität muss her. Dafür tüftelt er wochenlang mit unterschiedlichen Bohnen und Röstverfahren, bis die neue Mischung steht. Der Goldmokka wurde ja aus 8 Partien zusammengestellt. Das war ja Max Herz sein Superstück, Goldmokka. Schon die Verpackung soll alles überstrahlen. Denn das Kaffeegeschäft ist hart umkämpft. Daboven, Schilling, Educho. Alles Unternehmen, die lange vor Tchibo da waren. Der größte Rivale? Jakobs Kaffee. Wie in anderen Familienunternehmen auch, dient der Jahresabschluss der Stärkung des Zusammenhalts. Es waren ja zu wenig Männer da, ne? Überwiegend Frauen. Aber da war auch immer mit dabei. Weil bei Tchibo Frauen in der Überzahl sind, befiehlt der Chef sämtliche männliche Angestellte aufs Parkett. Den ersten Tanz hat er erst mit seiner Sekretärin gemacht, dann kam ich dran. Und dann nachher, dass ich ab und zu eine andere geschnappt, eine Filialleiterin, die mit da war und so weiter. Und grundsätzlich im Januar kriegten wir dann noch mal ein halbes Gehalt dazu. Und da hat er dann gesagt, das wäre jetzt für uns persönlich. Das andere war ja für die Familie. Die Firmenfeste, die fortlaufende Expansion, nicht zuletzt das härter werdende Kaffeegeschäft. Max Herz mutet sich viel zu. Dazu kommt seine Leidenschaft für rohes Ei mit viel Zucker, schaumig gerührt, Goggelmoggel, eine Kalorienbombe. Er hatte vorher schon einen Herzinfarkt und die Ärzte hatten gesagt, er müsse kürzer treten. Aber das hat er nicht getan. 12. Mai 1965. Im Hamburger Schauspielhaus wird das Drama »Trauer muss Elektra tragen« gegeben. Wenige Stunden nach dem Theaterbesuch stirbt der Kaffeebaron an Herzversagen. Er wird nur 59 Jahre alt. Und dann bekamen wir auf einmal die Nachricht, dass er jetzt verstorben ist. Ich sag, was ist denn jetzt so? Ja, Max ist heute Nacht verstorben. Ich sag, oh Gott, das war natürlich. In seinem Testament hat Max Herz bestimmt, das Unternehmen solle fortgeführt werden. Zitat: von 2 meiner befähigsten Jungen. Nur, welche der 4 Söhne sind gemeint? Die Nachfolge von Familienunternehmen ist sowas wie 2 Erdbeben, die in diesem Unternehmen wirken. Das erste ist dann das Erdbeben, dass natürlich die Erben anfangen, sich untereinander auseinandersetzen zu müssen. Und das zweite Erdbeben geht das durch das Unternehmen durch. Und eine missglückte Nachfolge ist eine Sachlage, die ein Unternehmen dazu bringen kann, durchaus nicht überlebensfähig zu sein. Mit seinem unklaren Testament hat Max Herz Tchibo eine Überraschung beschert.
Ich beobachte oft, dass in diesen Unternehmerfamilien, wo der Vater wirklich eine starke Dominante. Die Firmenfeste, die fortlaufende Expansion, nicht zuletzt das härter werdende Kaffeegeschäft. Max Herz mutet sich viel zu. Dazu kommt seine Leidenschaft für rohes Ei mit viel Zucker, schaumig gerührt. Goggelmoggel, eine Kalorienbombe. Er hatte vorher schon einen Herzinfarkt und die Ärzte hatten gesagt, er müsse kürzer treten. Aber das hat er nicht getan. 12. Mai 1965. Im Hamburger Schauspielhaus wird das Drama Trauer muss Elektra tragen gegeben. Wenige Stunden nach dem Theaterbesuch stirbt der Kaffeebaron an Herzversagen. Er wird nur 59 Jahre alt. Und dann bekamen wir auf einmal die Nachricht, dass er jetzt verstorben ist. Ich sag, was ist denn jetzt so? Ja, Max ist heute Nacht verstorben. Ich sag, oh Gott, das war natürlich. In seinem Testament hat Max Herz bestimmt, das Unternehmen solle fortgeführt werden, Zitat, von zwei meiner befähigsten Jungen. Nur, welche der vier Söhne sind gemeint? Die Nachfolge von Familienunternehmen ist sowas wie zwei Erdbeben, die in diesem Unternehmen wirken. Das erste ist dann das Erdbeben, dass natürlich die Erben anfangen, sich untereinander auseinandersetzen zu müssen. Und das zweite Erdbeben geht das durch das Unternehmen durch. Und eine missglückte Nachfolge ist eine Sachlage, die ein Unternehmen dazu bringen kann, durchaus nicht überlebensfähig zu sein. Mit seinem unklaren Testament hat Max Herz Chibo eine Überraschung beschert. Ich beobachte oft, dass in diesen Unternehmerfamilien, wo der Vater wirklich eine starke, dominante Persönlichkeit ist, dass die Söhne und die Brüder einen erbitterten Kampf führen, wer dem Vater am ähnlichsten ist, wer ihm am würdigsten ist, wer sein Erbe am würdigsten vertreten darf. Er darf sich wohl als natürlicher Nachfolger verstehen, weil er der Älteste ist. Günther Herz. Also der Fähigste war Günther, zweifellos. Denn er hat ja die Firma ganz entscheidend weiter nach vorne gebracht. Ne? Aber er hatte nicht die Liebenswürdigkeit seines Vaters. Er übernimmt den Vorsitz mit gerade mal Mitte 20 und nimmt seine Sache sehr ernst. Wir haben beim Kaffee als einzigen Rohstoff ein Abkommen. Das einzige Fernsehinterview, das Günther Herz je gab. Zum Thema Kaffeehandel. Der Erfolgsgeschichte liegen im Hamburger Hafen. In den 20er Jahren Europas wichtigster Umschlagplatz für Kaffee aus Südamerika, Afrika und Asien. Mit 15 Jahren lernt Max Herz die Bohnen genauer zu unterscheiden. Er kennt sie an der Form und am Geruch. Sein Vater Walter Herz ist Besitzer einer Kaffee-Importfirma. Im Boom der 20er Jahre geht es rasch aufwärts. Die Karriere als Kaffeekaufmann scheint für Max Herz vorgezeichnet. Doch es kommt anders. Die Weltwirtschaftskrise trifft auch den Kaffeehandel hart. Der Betrieb entkommt nur knapp dem Konkurs. Auch in den 30er Jahren gehen die Geschäfte eher schlecht als recht. In Hitlers Wirtschaftsplänen spielt Kaffee keine Rolle. Die Devisen für das teure Importgut stecken die Nazis lieber in die Rüstung. Dann zerstören die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges große Teile Hamburgs und viele Kontore. Kurz vor Kriegsende wird Max Herz mit fast 40 Jahren noch zur Wehrmacht eingezogen. 1946 kehrt er in seine schwer beschädigte Heimatstadt zurück. Die Deutschen sind damit beschäftigt, in den Trümmern zu überleben. Der Handel liegt am Boden. Kaffee ist purer Luxus. Das weiß auch Max Herz. Wie viele Leute eben, die zu Geld kommen wollten, musste man auf Ideen kommen. Und dafür war Max Herz genau der richtige Mann, Ideen zu entwickeln, nicht nur im Kaffeegeschäft. Max Herz hat noch ein weiteres Standbein, das Lotteriegeschäft. Es eröffnet neue Perspektiven. Danke. Guten Morgen, Herz. Ah, Frau Kolb. Einmal die Woche, bitte. Ja, gerne.
So, bitteschön. Dankeschön. Vielleicht noch ein Los dazu? Lieber Herr Herz, nein, danke. Glück brauche ich nicht mehr, das habe ich nämlich schon. Nächste Woche wird geheiratet. Nur der Schleier fehlt mir noch. Aha. Auch ohne Kaffee ist Max Herz im Herzen Kaufmann geblieben und bestens vernetzt. Helmut? Max hier. Sag mal, ihr habt doch vor 2 Monaten geheiratet, ne? Braucht deine Frau den Schleier, ne? Geschichten, die man sich über Max Herz erzählt und sein Gespür fürs Geschäft. Morgen, Herz. Ah, Frau Kreuz, ich habe einen Schleier für Sie. Kostet 30 Mark. Aber Sie bekommen ihn für 20. Verraten Sie mir im Gegenzug doch einfach ein paar solvente Adressen in Ihrer Nachbarschaft. Herz, ja. Wie lieb von Ihnen. Dankeschön. Ja, danke. Bitte beweisen, mein lieber Walter, dass du Unrecht hast. Davon verkaufe ich nämlich mehr, als du mit all deinen Produkten zusammengerechnet. Da steht's. Und da. Ach, und hier auch. Ach, und Walter, was du kannst, kann ich schon lange. Ich wünsche noch einen schönen Tag, mein lieber Max. Ich gehe nämlich jetzt in den Direktverkauf. Die ersten Läden habe ich schon. In den wiederaufgebauten Innenstädten setzt Max Herz auf die neue Einkaufslust der Deutschen. Eigene Filialen sind zwar teuer, doch im Postversand sieht er nicht die Zukunft. Aufnahmen aus dem Privatarchiv der Familie. Die Eröffnung einer der ersten Filialen in Hamburgs bester Lage. Um auf Tchibo aufmerksam zu machen, geht Max Herz neue Wege. Junge, hübsche Mädchen sollen die Kunden ins Geschäft locken. Meine Aufgabe war damals, die Kunden in den Laden zu bekommen. Ob jung, ob alt. Und dann gab es eine Blume, eine Rose. Und für den Herrn so eine Probekaffee. Wir mussten das oft buchstabieren, Tchibo. Das kannten die ja gar nicht. Und da hat Max Herz mir gesagt, und wenn die Kunden mir nicht ganz unter den Arm kommen, immer einladen, immer reinholen. Da wusste man schon, was man getan hat Ende der Woche. Aber war schön. Mhm. Nun geht der Chef selbst einkaufen. Keinen Kaffee, sondern Geschäftsräume. Das Auto gehört zu den wenigen Luxusanschaffungen der Familie. Und hier sitzt die Frau am Steuer. Sie brauste über die Autobahn, er guckte lieber nicht hin, konnte auch nicht, weil er Papier machte. So war ihre Arbeitsteilung. Quer durch die Bundesrepublik geht die Tour. Innerhalb von 3 Jahren wächst das Tchibo-Netz auf 77 Filialen. Auch weil Max Herz bis zu 100.000 Mark auf den Tisch legt, um ein Geschäft in guter Lage zu ergattern. Guten Tag. Guten Tag. Herz, mein Name. Ich hatte mal eine Frage. Da schräg gegenüber, da drüben in dem Laden, da gibt's doch Jakobskaffee, oder? Jo, glaub schon. Ich würde mit meinem Kaffee gerne hier rein. Ich meine, was verkaufen Sie denn so? Das sieht ja nicht so aus, als würde es besonders grandios laufen. Jo. Was möchten Sie denn für dieses Geschäft haben? Ich zahle bar. Wer sind Sie zum Henker? Herr Herz? Herzkaffee? Kenne ich gar nicht. Während Max Herz für viele ein Unbekannter bleibt, macht